Ich habe mich wie auf den ersten Blick verliebt und bei der Liebe ist es geblieben. Alles dreht sich um die Harfe. Isabel greift wohl zum tausendsten Mal in die Saiten. Sie könnte das im Schlaf. Mit 9 Jahren hat sie das erste Mal versucht, mit diesen 47 Saiten zurechtzukommen. Ich kann mich eigentlich noch sehr gut erinnern, wie es am Anfang alles so fremd ist und die Finger irgendwie gar noch nicht wissen, was passiert oder was sie machen müssen. Aber dann eben mit Übung und jahrelanger Erfahrung wird es ganz natürlich. Was ich mich aber noch sehr gut erinnern kann, ist mein erstes Konzert in einem großen Sinfonieorchester. Das ist ein Erlebnis, das bleibt mir bis heute. Und wirklich noch so, ich kann das Gefühl in mir selber spüren, wie das damals war und dass mich das so total geflasht und erfüllt hat, dass ich gesagt habe, das will ich machen. Üben ohne Ende, viele Wettbewerbe und die Zürcher Hochschule für Kunst. Diese Etappen hat die junge Frau aus Melaun hinter sich. In Bozen freut sie sich über das quirlige Durcheinander der jungen Musiktalente. So ein Haufen junger Musiker, die von ganz Europa herkommen, dazu zu kehren, ist natürlich super und auch toll, von so einem riesigen Klangkörper zu sein. Das inspiriert und erfüllt extrem. Und ich bin allen wieder erstaunt, wie gut es auch schon nach der ersten Probe klappt und wie schnell man sich zusammenfindet. Jeder ist auf dem gleichen Weg. Die Leidenschaft für die Musik hat sie zum Beruf gemacht. In Zeiten, in denen Orchester aufgelöst, Gagen gekürzt und anspruchsvolle Projekte oft gestoppt werden, sei das nicht einfach, sagt sie. Es sieht aber gut aus für Isabel. Sie wird nach Dresden, an die berühmte Semperoper gehen. Zunächst aber wird in Bozen geprobt, und zwar eines ihrer Lieblingswerke. Die 9. Sinfonie von Gustav Mahler ist eines der tollsten symphonischen Werke für mich. Weil eben es gibt so einen tollen Harfenpart, man hört so viel, vor allem im ersten Satz. Isabel erzählt, dass die Harfe den Klang des Orchesters entscheidend verändert. Fehlt die Harfe, würden wir es bemerken. Das müssen wir uns anhören. Wir sollten dann wohl morgen ins Konzert gehen.